Es kam Post, und zwar von Elbenwald. Meine Freundin hat mir quasi mein Weihnachtsgeschenk schon gegeben und das ist dieser Adventskalender, ein Borg-Kubus. Und ich habe mir gedacht, hey, das hier ist doch ein Star Trek-Kanal und das hier ist sehr Star Trek-lastig. Also packen wir das heute mal aus. Natürlich kann ich noch keine Türchen öffnen, wir haben noch keinen Dezember, aber so für einen ersten Eindruck, warum nicht? So, das gute Stück ist noch in Folie verpackt. Ich werde es erstmal von der Folie befreien. So. Oh mein Gott, das ist schon... Ganz einmal drehen, ist halt ein Borg-Kubus. Da steht auch nichts drauf. Doch, da unten steht... Was steht denn da? 2021 CBS Studios. Okay, whatever. Hier vorne... kann man es aufmachen. Ich werde es jetzt mal ein bisschen improvisieren müssen, weil ich quasi eigentlich nur diese Kamera als tolle Kamera habe. Ist ein bisschen schwierig momentan noch, aber ich kann ja mal aufmachen und mal gucken, ob ich euch das irgendwie dann zeigen kann. Also hier gibt es jetzt quasi ein so ein Päckchen. Okay, das ist die 18. Ich verstehe, die 18 ist was Größeres. Sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht öffnen. Vermute ich jetzt einfach mal. Dann gucke ich mal, wie das aussieht. Wo nicht ein ganzes, nehmen wir mal das erste, wäre vielleicht smart, oder? Das erste aus der Reihe zu nehmen. Und da sieht man, hier sind dann jetzt Sachen versteckt. Ja, hier haben wir schon die 1. Ich habe die 1 schon entdeckt. Ja, und es kribbelt mich in den Fingern, das zu öffnen, aber ich wage es natürlich nicht. Wer sich dafür interessiert, was da drin sein könnte, der kann ja mal auf YouTube schauen. Es gab 2021 auch schon diese Dinger. Ich habe da nur mal ganz kurz geguckt, weil ich möchte mich nicht spoilern lassen. Ja, es könnte ja sein, dass hier wieder ähnliche Sachen drin sind. Und ich möchte völlig überrascht werden. Ich möchte überhaupt nicht wissen, was da drin sein könnte. Keine Ahnung, vielleicht Figürchen, wer weiß. Guck mal, ich sehe gerade, das ist die Nummer 4. Vielleicht ein Poster? Ach, ich darf nicht gucken. Mann, ach so, okay, ich bin ja blöd. Die 18 ist das hier. Alleine. Ich dachte, die 18 wäre die ganze Box, aber das ist ja gar nicht so. Hier geht's einfach weiter. Okay, die 18 ist das hier. Okay. Und wir gucken, dass ich es wieder ordentlich reinkriege. Die kriege ich gerade nicht mehr rein. Das ist ziemlich eng. Ich werde es mal kurz wegstellen. Ich bin super gespannt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin echt hyped. Ich freue mich auf den Dezember und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Was vergiss es. Wir machen das. Ich mache das mit Shorts. Ab dem 1. Dezember packt man dann regelmäßig aus. Genau, haue ich einen Short raus auf YouTube. Für was sind die Dinger sonst gut? Ja, wenn nicht für kurze Videos dieser Art. Dürfte eigentlich ganz gut passen. Wollte ich euch nicht vorenthalten, dass ich das jetzt habe. Und mich würde interessieren, habt ihr selber vielleicht auch so einen Kalender? Möchtet ihr sowas? Habt ihr vielleicht letztes Jahr einen gehabt? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja mal mitteilen, wer sowas auch möchte, der kann zum Beispiel bei Elbenwald vorbeischauen. Da haben wir es jetzt herbekommen. Cooler Laden, Elbenwald. Und nochmal betont, das hier ist keine Werbung. Wir haben uns das selber gekauft. Das ist nichts Gesponsertes, nichts Geliehenes. Also wenn ich jetzt Elbenwald sage, dann weil ich einfach selber von dem Laden begeistert bin und nicht, weil ich dafür irgendwie Kohle bekomme. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.